Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Partydeko von meiner kleinen Tochter. Sie wird jetzt morgen ein Jahr alt und wir feiern am Wochenende relativ groß und dementsprechend gab es ein bisschen mehr Deko. Ich würde jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und sagen, wir legen auch direkt los. Ja, ich habe einmal bei party.de bestellt, einmal bei Amazon, alles selber bezahlt, keine Kooperation oder so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit party.de an, weil da ist so das meiste, was ich bestellt habe. Die hatten auch gerade einen Sale, das heißt, ich habe alles 50% günstiger bekommen, das war mega. Also vom Timing echt perfekt. So, ich habe einmal so einen Luftballon hier gekauft. Das ist so ein silberner, so ein Stern, da steht Happy Birthday drauf. Und da wollten wir Helium reinmachen. Wie groß ist der denn? Der ist 50 x 55 cm, also schon relativ groß. Und genau, den hängen wir dann irgendwo hin, ich weiß es nicht, aber der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der passt relativ gut so zu meinem Schema, was ich mir ausgedacht habe. Ja, dann kommen wir zu dem wichtigsten Teil und zwar Teller. Wir werden Kuchen essen und ich werde so kleine Snacks machen, also so Fingerfood-artig. Und genau, da habe ich so kleine Teller genommen. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie größer sind. Sind jetzt doch relativ klein, ich glaube die sind 18 cm, genau. 18 cm Durchmesser. Ich habe eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen größer sind. Ich habe da nicht genau hingeschaut. Aber so geht es natürlich auch. Ein Stück Kuchen passt da locker rauf. Einmal habe ich diese hier genommen in rosa mit so goldenen Funken. Die Farbe habe ich zweimal mitgenommen. Das sind jeweils 6 Stück drin. Und dann habe ich noch. Und dann habe ich noch 3 weiße mitgenommen. Die haben rose-goldene Punkte drauf, jeweils auch 6 Stück. Und gegengleich habe ich dann 3 rosane Becher, also 3 Pakete rosane Becher, sind auch jeweils 6 Stück. 3 rosane Becher mitgenommen, damit man dann zum Beispiel ein weißer Teller, ein rosaner Becher. Und dann habe ich natürlich auch noch zu den rosanen Tellern einmal das weiße Gegenstück dazu genommen. Ja, dann war es auch schon fast, was ich bei party.de gekauft habe. Einmal habe ich da noch eine große rose-goldene 1 mitgenommen. Dann noch, die ist sogar 86 cm groß, also echt eine richtig große. Dann habe ich noch eine kleine 1 mitgenommen, auch in rose-gold. Dann habe ich noch 3 kleine Luftballons mitgenommen. Einmal ein L, ein I. Und natürlich auch noch ein A, also es gibt dann nachher natürlich Lia. Die sind auch relativ klein, die sind 35 cm. Die wollte ich dann an so eine Girlande machen. Und dann habe ich auch noch eine Girlande mitgenommen, und zwar diese hier. Auch die ist so Rose Gold. Genau, und das ist eben so eine Girlande, wie hier vorne drauf. Ja, das war alles, was ich bei party.de bestellt habe. Und die kleine Maus hat noch ein bisschen Konfetti, auch in Rose Gold. So, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt mit Amazon weiter. Das Paket kam gestern erst, last minute. Und da habe ich auch noch so einfach so ein paar Kleinigkeiten bestellt. Ich habe das hier schon alles ausgepackt. Also ich habe hier so Luftballons mit halt so Happy Birthday, ne? Ich glaube, ich kann mir das relativ gut vorstellen. Das sind halt alles so einzelne Luftballons, die ergeben dann nachher Happy Birthday. Auch in rosa habe ich hier einen ganzen Haufen voll, wie ihr seht. Genau. Dann habe ich ganz viele Luftballons bestellt. Auch bei Amazon. Und zwar sind die so durchsichtig und haben auch Konfetti drin. Ich bin echt gespannt, wie die nachher aussehen. So sehen die ziemlich komisch aus. Da waren auf jeden Fall ein paar Stück dabei, wie ihr hier seht. Da habe ich einmal davon ein paar. Und dann in dem gleichen Set waren auch noch rosane dabei, also in Rose Gold. Genau. Und dann wollte ich eben die so ein bisschen verteilen, eben, ne? Wie so ein Geburtstag halt ist. Hier ist auch noch Band dabei, damit man das alles befestigen kann. So. Und genau, hier drinne in diesem ganzen Ballonzeug sind auch noch ein paar Herzen drin, so wie ihr seht. Und auch irgendwo noch 2 Sterne. Ja, aber das werde ich dann sehen, wenn ich das alles aufblase. Es ist nicht mehr entzifferbar, diese Riesenhaufen.
Aber genau, das habe ich jetzt so bestellt. Und dann habe ich noch einen Fotohintergrund bestellt. Und zwar für das Cake Smash. Das mache ich nämlich selber, das Fotoshooting. Und da habe ich einen schönen Hintergrund mir ausgesucht. Ich kann euch den mal zeigen, wenn ich den ausgepackt bekomme. So. Ich habe zwar schon relativ viele Fotohintergründe, aber für mich war jetzt nicht das Passende dabei. Und deswegen habe ich mir diesen hier bestellt bei Amazon. Auch relativ günstig war der. Gott. So, sieht jetzt, glaube ich, relativ gut. Ja, also so sieht der Hintergrund aus. Und da wollte ich dann eben, wie gesagt, das Cake Smash Fotoshooting vormachen mit den ganzen Luftballons und so. Und dann, ja, denke ich, wird das relativ cool aussehen. Ja, und das war's dann auch schon. Das war so die Deko, der Deko-Haul für Lias ersten Geburtstag. Wir sind super aufgeregt. Wir werden natürlich vloggen für euch, also ihr verpasst da gar nichts. Auch beim Cake Smash werdet ihr dabei sein. Und dann wünsche ich euch einfach einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!